Stellensuche und Stellenangebote laufen oft nebeneinander. Geklagt wird häufig über Fachkräftemangel. Aber eine Fachkraft muss ja erst einmal ausgebildet werden. Der künftige Fachmann soll es sein. Was gibt es Besseres, als sich bei einer einschlägigen Messe zu informieren? Welche Zukunftschancen gibt es? Das EC in Kapfenberg ist wieder einmal Meeting Point für solche Interessensgruppen. Wenn es darum geht, etwas Neues zu bieten, etwas Interessantes zu bieten, wenn es darum geht, zukunftsorientiert zu wirken, dann ist man bei dieser Ausstellung im EC in Kapfenberg bestens bedient. Genau, so ist es. Da ist man im ECE genau richtig. Wir veranstalten heuer zum 5. Mal unseren ECE-Bildungstag. Er wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Wir haben heute über 33 Aussteller aus dem Bereich Unternehmer, Schulen, Institutionen und Universitäten im Haus. Und es sind über 400 Schülerinnen und Schüler angemeldet dazu. Da muss man ja sagen, dass das, was hier geboten wird, ja nun wirklich auch Nachhaltewirkung hat und weiter werden wird. Und die Lehrlinge, die hier schnuppern, wo geht denn das Interesse der jungen Leute hin? Ja, das ist breit gestreut, würde ich mal sagen. Also viele suchen eine Lehrstelle, viele wollen weiterhin in die Schule gehen. Also wir sind da im Haus mit unseren Ausstellern sehr gut aufgestellt. Also die Schüler finden wirklich in allen Bereichen etwas. Alles an einem Ort. Die ideale Logistik. Der direkte Kontakt mit verschiedenen Berufsgruppen ist die beste Voraussetzung für den Erfolg von vielen. Also das EC in Kapfenberg wird ja schon zum Meeting Point für all diese Aktionen. So ist es. Es ist der Marktplatz der Region. Und welche Berufe werden denn hauptsächlich angestrebt? Es ist doch eher so, dass mehr die technischen Berufe für die Leute interessant sind. Aber die Wirtschaft braucht auch Leute, Fachkräfte. Genau. Gerade in der Region ist ja die Industrie sehr gut angesiedelt und natürlich spiegelt sich das auch bei unserem Bildungstag wieder. Es werden sehr viele technische Berufe angeboten. Dann kann man nur sagen, alles Gute weiterhin und wir warten schon gespannt auf die nächste Idee. Vielen lieben Dank und wir freuen uns auch schon auf den nächsten Bildungstag im nächsten Jahr. Jungen Leuten wird gerade bei einer solchen Veranstaltung das Interesse geweckt. Der eine oder andere hat bereits seine Berufswahl. Und gerne erinnert man sich an die eine oder andere Chance für den neuen Lebensabschnitt. Diese Begegnung findet gerade in der jetzigen Zeit statt, denn sie ist hochaktuell und hat Nachhaltigkeit. Tennis, einst eine elitäre Sportart. Bei einigen Bewerben gab es sogar Kleidervorschriften, lange weiße Hosen und so weiter. Heute ist Tennis ein Sport für jedermann und jede Frau. Nach langer Zeit Freizeitsport und seit geraumer Zeit auch Hallensport. Und darum der starke Zulauf zu den Möglichkeiten, Tennis zu spielen bei jeder Witterung. Die Tennishalle in Bruck ist richtig, ist jetzt da seit mittlerweile fast 5 Jahren wieder geöffnet. Es ist mit einer der modernsten Hallen der Steiermark. Wir sind sehr, sehr gut ausgelastet. Es ist super gewesen für uns, vor allem für die Jugendarbeit, dass wir einfach wieder vor Ort einen Ganzjahresbetrieb haben, dass wir eben auch nicht nur im Freien die Jugend betreuen können, sondern auch im Winter über das ganze Jahr. Und noch etwas fällt auf, was hier in Bruck an der Mur als Modell dargeboten wird, und zwar die Ausrichtung von lokalen, regionalen und internationalen Turnieren. Genau, wir haben jetzt seit einigen Jahren schon ein regionales Leistungszentrum in Bruck. Das heißt, wir betreuen wirklich die Jugend sehr, sehr gut, auch teilweise schon sehr leistungsmäßigen Sport betreiben. Und wir haben natürlich auch jede Menge Turniere hier, angefangen von den ganz kleinen. Wir haben heuer die steirischen Meisterschaften auch hier gehabt, von allgemeinen Klassen, Senioren und von der Jugend. Also sie kommen wirklich voll auf die Kosten her. Man will also mehr.
Das Ausrichten dieser Turniere stellt dem Verein ein gutes Zeugnis aus. Tennis, ein Sport, der gerne ausgeübt wird, weil es unkompliziert ist, diesen Sport auszuüben und auch leistbar. So ist es. Vor allem haben wir jetzt die idealen Wetterbedingungen, sage ich einmal. Man kann noch nicht Skifahren gehen. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht nur die an, die ohnehin das ganze Jahr Tennis spielen, sondern auch die anderen. Dafür haben wir die Tennishalle hier auf der Mooinsel und sie ist super gebucht und wir freuen uns, wenn alle zu uns zum ESV Puck kommen. Wenn man also so in die Runde sieht, dann ist das ja hochinteressant. Es sind nicht weniger Mädchen als Burschen. Es sind schon, wenn man es auf den gesamten Verein bezieht, schon weniger Mädchen. Insgesamt ist es ausgeglichen bei den Mitgliederzahlen, aber bei den ganz Kleinen haben wir schon eine Burschenüberlast, sage ich einmal. Wir würden, so wie viele andere Vereine, die Mädchen durchaus brauchen. Das heißt, wir wollen natürlich auch mehr Mädchen ansprechen. Wir brauchen für unsere Damenmannschaften später auch mehr Mädchen. Und das ist sicherlich auch ein Schwerpunkt, wo wir unser Auge drauf richten müssen. Wenn man nachfragt, was kostet denn so eine Tennisschule, ein Tennisunterricht? Ja, der Tennisunterricht im Grunde genommen, den gibt es in unterschiedlichen Variationen, Einzelstunde bis zu viert. Also das ist auf alle Fälle leistbar. Außerdem werden wir hier in Bruck sehr großzügig auch von der Stadtgemeinde unterstützt. Auch vom Tennisverein gibt es Unterstützung für die Kinder, damit wirklich die Kleinen zweimal, manche sogar dreimal die Woche trainieren können. Und jetzt kommen ja bald wieder Ferien, dann kann man sich ausleben am Tennisplatz. Ja, natürlich. Also wir freuen uns auch in den Ferien, natürlich in den Weihnachtsferien, wenn viele zu uns kommen, abseits des Abo-Betriebs und der Turniere. Da haben wir 14 Tage lang offen, da gibt es keinen Abo-Betrieb und dann kann man eigentlich auch von in der Früh bis am späten Abend hier bei uns dem Tennissport frönen. Die Freude wird durch alle Generationen, kann man sagen, geschleust. So erfreulich ist es, Tennis spielen zu können und das zu leben. Der Tennisboom geht eigentlich schon bei den ganz Kleinen los. Bei den 3-4-Jährigen, die hier beginnen zu spielen und geht hinauf. Man sieht es bei unseren Abonnenten bis über 80 Jahre. Also da gibt es eigentlich kein Limit. Tennis kann man immer spielen, sofern es die Füße natürlich zulassen und die Gesundheit. Aber grundsätzlich kann man Tennis immer spielen. Wir möchten auch alle ansprechen. Wir laden auch alle ein, hier nach uns zu uns nach Bruck an der Mur zu kommen. Und wir hoffen, dass der Aufwärtstrend, den wir jetzt steiermarkweit merken, auch in Bruck so weitergeht. Und was besonders auffallend ist, die Förderung der Jugend. Die Kids wollen ja auch einmal sagen, der Tennisclub goes international.